Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich fließe sprechend betrunken. Morgen früh zeige ich Ihnen Ihren neuen Arbeitsplatz in der Teddybärenfabrik. Sie werden Augen machen. Warum sind europäische Autos die leichtesten? Weil keine Amis drin sitzen. Kann ich mit einem deutschen Personalausweis nach Dubai fliegen? Nein, dafür brauchst du ein Flugzeug. Aus dem Buchstaben von Bundeskanzlerin kann man das Wort Bankzinsenluder machen. Prioritäten setzen heißt, wo kriege ich am wenigsten Ärger, wenn ich es nicht mache? Angela Merkel sieht aus wie ein Junge, der aussieht wie ein Mädchen. Polizei: Haben Sie was getrunken? Ich: Nein. Polizei: Oh, Sie müssen mindestens 2 Liter am Tag trinken. Heute finde ich keine Verbindung zu meinem WLAN. Beschreiben Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten mit 3 Wörtern. Ich kann nicht zählen. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem laktosefreien, veganen, mit Stevia gesüßten Fairtrade-Biohäuschen? Hexe, 241, geht mit der Zeit. Freitag der 13. ist, wenn du deine neue Kettensäge auspackst und feststellst, dass du für deinen Amoklauf eine Kabeltrommel brauchen wirst. Wollte gerade kochen. Erster Satz im Kochbuch. Nehmen Sie einen sauberen Topf. Hab Pizza bestellt. Na, kleines Mädchen, hast du keine Angst so ganz allein in dieser dunklen Gasse? Als ich noch lebte, schon. Hast du von dem Zeitungsjungen gehört, der während der Arbeit masturbiert hat? Ja, es war überall in den Zeitungen. Was sind Ihre Stärken? Ordnung und Sauberkeit sind mir wichtig. Gut, und Ihre Schwächen? Ich hasse Putzen. An das Mädel, das mir am Wochenende die falsche Nummer gegeben hat. Ich schreibe jetzt mit Konrad, der ist eh viel lustiger als du. Demnächst in der Verkehrskontrolle. Haben Sie Alkohol getrunken? 8 Bier. Also nein? Ist dein Vater Schmied? Nein, warum? Weil du so behämmert aussiehst. Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada. Wenn James Bond Spanier wäre. Mein Name ist Bond. James Fernando Mario Miguel dos Santos Morias Luis de Lima Bond. Oh, scheiße. Ich ernähre mich ab jetzt nur noch von dem, was meine Mitbewohner kochen. Ich lebe jetzt vegetarisch. Ein richtiger Gamer kauft sich ein Headset für 200 Euro, um in bester Audioqualität zu hören, wer schon alles mit seiner Mutter geschlafen hat. Was kostet die Garderobe? Für hübsche Frauen nur ein Lächeln. Frau lächelt, das macht dann 144,99 bitte. Bewerbungsgespräch. Haben Sie Erfahrung in einer Führungsposition? Ja, ich bin Admin in einer WhatsApp-Gruppe. Meine mentale Verfassung ist besäufniserregend. Leute, die Okidoki sagen, sagen auch Dinge wie alles Roger in Kambodscha oder Scheiße, Mann, was hast du mit der Axt vor? Papa, warum gibt es so wenig Frauenfußball? Finde mal 11 Frauen, die das gleiche anziehen würden. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.